So, da sind wir wieder. Sabrina und ich auf Städtetour. Hallöchen. Hallöchen. Ja, sind lustig unterwegs, so ein bisschen von der Sorbe zum Möhn und überall. Aber weit weg kann man nicht, wegen plötzlich eintretenden Regen, wo wir keinen Bock drauf haben. Nee, war ja kein Bock. Aber im Moment ist ja polizeitechnisch was los. Junge, Junge, Junge. Ja, das stimmt wohl. Der Sorbe eben wurden wir umkreist vom Polizeimotorrad, während wir ein Eis gegessen haben. Jetzt aber auch nur gewartet hätte, bis wir losfahren. Ich kann euch hier jetzt noch mal ein paar Szenen einblenden von einer Sorpe in der Polizei. Sorpe an der Möhne, meine ich. Vor 2-3 Wochen, da war auch überall Polizeikontrolle und in der Taucherbucht haben sie gelasert und dann haben sie ein Stückchen weiter vor Günnis, das glaube ich, ne? Nee. Ja. Ja, der Ort auf jeden Fall Richtung Arnsberg. Da ist so ein großer Platz davor, da haben sie uns rausgezogen. Breitenbruch. Breitenbruch, genau. Ja. Das ist der Mut. Polizist auf dem Platz und hinterher kam noch eine Zivilstreife dabei. Die kriegten aber dann einen Funkspruch, dass sie einen erwischt haben mit überhöhter Geschwindigkeit und zu lautem Auspuff irgendwie eine KTM aus Dortmund oder Soest. Das konnte der Polizist nicht so genau erläutern, der da durchgefunkt hat. Ja, den KTM-Mann. Den KTM-Mann, ja. Da wollten sie uns gerade so ein bisschen mehr kontrollieren und machen und tun und dann sagte auf einmal einer von uns, hey, war doch gerade die KTM, oder? Ja, da wurde der Polizist schnell, die beiden Zivilpolizisten, rumsbums in dem Auto rein und hinterher gedonnert. Ja. Und der Motorradpolizist, der war tipptopp. Dem hatten wir noch ein bisschen Späßchen. Ja, der war nett. Er hatte nur gesagt, dass wenn der Kollege jetzt noch da gewesen wäre, dann hätte der was gesagt wegen meinen Blinkern. Ich sage, ja, pff. Ich sage, warum? Ich sage, sind 1 Zentimeter breiter wie das Kennzeichen. Das ist, glaube ich, ich kenne jetzt das Maß nicht genau, aber ich habe das damals extra so eingestellt, dass es genau passt, auf einen Millimeter genau. Dann sind das die kleinen Nano-Kellermann. Ich sage, da können sie gar nichts gegen sagen. Ja, die können doch nicht erlaubt sein. Ich sage, ja doch. Ich sage, da kostet 60 Euro ein so ein Ding. Nicht das Paar, ich sage, eins. Und da ist ein E-Zeichen drauf. Auch der TÜV-Mann, der hat sich auch eine Lupe dabei geholt. Kann ich verstehen, sagt er. Aber da hätten sie ruhig gucken können. Ja. Da hätte er trotzdem was gesagt, sagt der Polizist. Ich sag, von mir aus kann sie ihm ja nicht gefallen. Ja, guck mal. Schon wieder. Geht schon wieder los hier. Ich. Von mir aus kann er ja was sagen, aber es ist halt erlaubt. Aber sieht man die überhaupt? Da wird die jetzt, glaube ich, sogar angemacht, oder? Ja, ich glaube. Oh, die sind ja hell. Ich sage ja eben. Heller als meine.
Naja, gut, meiner. Ja, Sabrina. Steht langsam Geist auf. Genau, das ist aber jetzt dann das dritte Paar, was wir holen. Also nochmal gibt es die da nicht. Ja. Blink mal kurz rechts. Oh, jetzt links. Seht ihr, der linke ist ganz dunkel. Das dann wie gesagt schon, also einmal haben wir schon ein paar neu geholt und beide ersetzt und jetzt müssen wir schon wieder ein paar neu holen, da haben wir gesagt, nee, komm. Jetzt gibt es nicht mehr die gleichen, jetzt kaufe ich eine andere. Ja. Und nicht mehr jeden Blinker dann zum Folieren geben und so weiter, alles, wenn man die so oft tauschen muss. Ja, jetzt hole ich mir schwarze. Genau, das Konzept des Bikes ist ja schwarz-rot. Also ist das ja wurscht, ob man selbst schwarz macht oder ob sie schwarz lässt oder rot macht. Das war sowieso immer eine Herausforderung, diese eckigen Dinger zu folieren. Ja. Jetzt muss ich nur mal gucken, was ich für welche hole. Da werde ich mal schauen bei Louis, meinem Lieblingsladen. Ja. Ja, die anderen haben wir immer bei eBay oder so geholt, weil die anders, woanders noch nie gesehen haben. Weil die ja vorne und hinten blinken und so. Also rundherum praktisch. Aber jetzt gibt es das nicht mehr. Also jetzt will ich einen haben, wo ich einen Ansprechpartner habe, dass ich die nach 3, 4, 5 Monaten wieder zurückbringen kann und sagen, hier, yeah, kaputt, neu bitte. Ja, das stimmt. So sieht's aus, genau. Kann ja sein, dass das irgendwie vibrationstechnisch zusammenhängt mit dem Zweizylindermotor oder so. Aber jetzt immer wieder aus eigener Tasche neu kaufen, folieren lassen, dran bauen, 3 Monate später wieder kaputt, da habe ich aber keinen Bock drauf. Ja. Jetzt werden wir nach Hause fahren und dann werden wir uns auf die Couch schmeißen und dann werden wir mal ein bisschen stöbern. Ein bisschen shoppen. Ja, genau. Und einer von euch, wir hatten so Lauflichtblinker im Kopf, aber die hatte ich damals an meiner FZR 1000, der erste Motorrad, hatte ich die damals auch. Er ist in der Zeit auch einmal kaputt gegangen, also ich glaube, die sind auch ein bisschen anfälliger. Wenn da von euch irgendeiner einen Tipp hat, welche Blinker gut sind, eventuell dann auch Lauflichtblinker oder einfach gut aussehende, schreibt es mal in die Kommentare. Ja. Generell ist ein bisschen wenig, was da so in den Kommentaren immer so kommt. Tut euch keinen Zwang an. Immer schön ein Däumchen da lassen und einen Kommentar, das wird uns sehr freuen und helfen. Haut alles raus. Ich habe ein neues Visier. Nur ein bisschen, ja genau, ein Rainbow verspiegeltes. Ja. Das ist vielleicht auch ein ganz guter Tipp. Also mein Silber verspiegeltes, da ist dann in der Dämmerung schon schwierig. Ja. Und bei ihr ist von innen gesehen so die Sichtfeld in der Mitte, wo man rausguckt, das ist so ein bisschen gelblich. Und kennt ihr diese Brillen, die man so aufsetzt, was das alles noch so ein bisschen auffällt? Den Effekt hat das so ein bisschen. Also das ist das erste verspiegelte Visier, was ich kenne, was nicht so verdunkelt, wo man in der Dämmerung also echt noch gut mit klarkommt. Das ist gar nicht schlecht. Ich wollte ja erst das Blau verspiegelte nehmen, aber ich weiß nicht, ob das Blaue den gleichen Effekt hat oder wahrscheinlich eher nicht, weil Blau und Gelb ist ja doch nochmal ein Unterschied. Ja gut, aber ich habe ja jetzt hier auch kein Gelb drin. Das ist ja, wenn du jetzt mal so guckst, das ist ja... Ja, so. Aber so ein Rot. So ein Lila, Rot, so. Ja, so ein Rot-Gelb ist ja schon irgendwie, wenn dann eine Sonne dabei kommt. Auf jeden Fall macht es halt nicht dunkel. Ja. Stimmt. Also ich sehe ja auch was, wenn wir durch den Tunnel fahren, wo die anderen nämlich nichts mehr sehen im Tunnel, wo sie alle sagen, oh, ja, dunkel. Wenig sehen, nix. Ja, nix, ja, klar. Nix, was jetzt. Ja, nix wäre schlecht. Aber wenig. Ja. Aber ich habe das nicht. Ich kann im Tunnel gut sehen mit dem. Ja, eigentlich wollte ich ja auch ein Goldverspiegeltes haben. Aber das gibt es ja hier, glaube ich, für diesen nicht. Für den C4 Pro Schubert. Hat alles von hinten da vorne erzählt. Ich habe ja schwarz-goldenes Bike hier, bam bam. Hätte das ja viel besser gepasst, aber das gab es ja nicht. Also habe ich Silber genommen. Das ist aber, also das ist verdammt getönt. So.
kann ich zwar so voll in die Sonne gucken, wenn sie da wäre, aber nichts für Dämmerung. Aber das kann ich auch mit meinem. Okay. Voll in die Sonne. Also mein Sonnenvisier muss ich auch nicht mehr runter machen. Achso, so die eierlegende Wollmilchsau. Mensch, langsam geil. Ich habe wieder das Richtige gekauft. Ja. Ich habe ja auch lange gebraucht, um mich zu entscheiden. Aber ich habe mich halt diesmal richtig entschieden. Ja. Ich habe lange mit mir gehadert. Aber ich habe es getan. Guckst du? Guckst du? Siehst du, so ein bisschen so blau und so. Man sieht sie nicht, also es ist perfekt verspiegelt. Aber Omi und Opi bleibt schön stehen. Ja. Was hat er denn geschrien? Weiß ich nicht, hat er was geschrien? Irgendwas, ja. Eieiei, was machst du denn jetzt? Hat er dann jetzt ein bisschen zu viel Anzeigen? Und auf der Couch, ich will shoppen. Ja, die gibt schon wieder Gas, Leute. Ich muss Schluss machen hier, sonst das ist nichts zum Filmen. Also, mach's gut, liebe Leute. Tschüssi. Tschüss. Yeah.